Hallo zusammen, heute möchte ich mal ein Experiment machen, wollte aber vorher euch noch geschwind die Bilder zeigen, von letztem Mal, die jetzt getrocknet sind. Das andere, genau, als erstes. Ihr seht, es ist super getrocknet. Jo. Gut, und jetzt kommt das zweite Bild, das ich ja zuletzt gemacht habe. Na, passt mal auf. Ich weiß nicht, ob ihr hier den Rahmen erkennen könnt, der dann hier etwas runtergebogen ist. Hier. Bisschen schlecht. Und dadurch ist nämlich hier auch alles runtergelaufen. Es passiert. Aber ich muss sagen, es hat trotz allem einen coolen Effekt gegeben. Okay. Kann nicht alles klappen. Waren ja auch nur Testversuche. Jetzt auch wieder ein Experiment. Wenn ihr Lust habt, seid dabei. Ich mache es nochmal mit Wollfäden, aber etwas anders. Und dann schauen wir, was rauskommt. Dann bis gleich. So Freunde, lasst uns starten. Ich habe hier weiß, schwarz angerührt, gold, dann eine gewagte Farbe, preußisch blau und brillant grün. Oh, sollte eigentlich grün sein, wartet mal. Das schauen wir mal, ob wir das verändern können. Nehme ich mal einen Zebra-Wisch und weg. Stell es mal davor. Und abracadabra. Jetzt haben wir doch unser Grün. Also gut. Was ich vorhabe, ich habe hier so Wollfäden, etwas länger dieses Mal. Und werde jetzt ein ganz normales Bild machen mit einer ganz normalen Ringtechnik oder vielleicht auch einen Flipcup. Überlege ich mir noch. Und werde dann die Fäden durchziehen und mal schauen, was es dann für Effekte gibt. Keine Garantie, ob es klappt, aber wir machen es einfach. So, ich denke mal trotzdem, ich fange hier einfach mal mit der Ringtechnik an. Weiß, schwarz und dann gold. Und das dunkle preußischblau und noch das brillantgrün. Jetzt hier haben wir aber noch einen Flipcup. Macht den Flip mehr schichtweise. Ich muss ja das Bild voll bekommen. Weiß, fang vielleicht noch mal an. Ein bisschen Gold. Und nochmal schwarz oben drauf. So, haben wir einen schönen Becher. Und ich lasse mal einen Teil laufen, um Muster reinzubekommen. Dann haben wir da noch einen Flipcup drüber. Weil es soll ja jetzt nicht am Anfang um das Muster gehen, sondern später durch die Fäden. Jetzt schauen wir mal, wie viel Farbe wir haben. Es wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich das Bild voll bekomme. Jetzt lassen wir es nochmal auf die andere Seite laufen, damit die Kante noch zugeht. Und alles zieht sich ja noch ein bisschen auseinander dann.
Aber jetzt brauche ich hier noch Farbe. Mache hier auch noch mal ein bisschen Weiß rein, das ist mir fast zu dunkel hier. Da ziehen wir vielleicht auch noch ein bisschen Preußischblau durch. So, noch etwas Weiß. Das müsste jetzt reichen, um das Bild voll zu bekommen. So. Die letzte Kante noch. Na komm schon. Okay. Haben wir soweit alles zu. Jetzt haben wir hier auf der Seite viel Weiß, aber ist gar nicht so schlimm für das, was ich vorhabe. Ja, schon ganz cool, ne? Gut. So, jetzt komme ich nämlich mit den Wollfäden. Also ich muss dazu sagen, ich habe kein Silikon drin in die Farben. Und diese Wollfäden tauche ich jetzt auch nicht in die Farbe rein. So, setze mir die jetzt aber mal hier hin. Kann auch ruhig mal überrollt sein, also ein Ring. So. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt erstmal mit einem, was da dabei passiert, und fangen jetzt an zu ziehen. Und ob wir das schöne Muster reinbekommen. Ja, gar nicht schlecht, finde ich. Theoretisch kann ich den gleichen Faden nehmen, weil ich habe ja die gleichen Farben. Komm, das mache ich. Mach das nochmal hier rein. Ups. Da kann ich extra einen langen Faden nehmen. Jetzt noch die andere Seite. Da kommt ein schöner Effekt raus. Gut. Ist natürlich, wie gesagt, auch oder wie mit allem Übungssache. Ich versuche jetzt vielleicht noch einzelne Effekte rauszuholen, indem ich vielleicht hier noch einen Faden reinlege, ziehe da auch mal noch ein bisschen. Da
kann man natürlich dann auch wieder ein bisschen spielen. Das hier zum Beispiel gefällt mir auch nicht so ganz. Dann lege ich mal hier noch was rein. Dann ziehen wir einfach hier. Okay, cool. Ich würde auch sagen, ich lasse das so. Hier hat mir den Faden etwas gelupft, aber das passt. Leute, ich lasse es so. Dann würde ich sagen, es war ein schnelles Video, aber ich finde es cooler Effekt. Und dann zeige ich es euch gleich von nahem. Also, dann bis gleich. So, Freunde, ich bin zurück. Also soll alles als Inspiration gelten und gehört natürlich wie bei allem Übungssache dazu, aber ich finde, für den ersten Versuch war es gar nicht so schlecht. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Hier seht ihr eigentlich ein paar Luftblaseneinschlüsse, passt aber auch in das Bild. Ich fahre jetzt einfach mal hier hoch. Also ich denke mal, mit ein bisschen Übung kann man da einiges rausholen und schöne Effekte machen. Was ich jetzt zum Beispiel finde, gerade hier, das ist mir richtig gut gelungen, finde ich. Dann weiter. Ja, hier haben wir zu viel Weiß, finde ich. Aber es geht auch noch. Dann kommen wir hier runter. Gehen wir hier in die Mitte rein. Ja, und wie gesagt, das Gold kommt ja erst richtig raus, wenn es getrocknet ist. Okay, cool. Ich fand es für das erste Mal gar nicht so schlecht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, mal was Neues wieder auszuprobieren. Und dann war es das von mir schon wieder. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss. Bye.